Wenn die Kamera nicht so störrisch wäre, würde ich, dann müsste ich die Werte bitte mit dabei. Ich muss mich beeilen. Okay. So, was willst du von mir? Entschuldigung, netter Ladenbesitzer, Sir. Haben Sie eine schwebende Todesmaschine gesehen? Nein, keine von der schwebenden Sorte. Das war meine größte Erfindung seit den Haarkoteletten in der Dose. Die machen einen sehr attraktiv. Wovon redest du? Ich nenne es Schwebeauto TM. Versuch nicht mehr den Namen zu klauen. Ich habe einen Computer an Bord installiert und der ist plötzlich zum Leben erwacht und hat mich angegriffen. Bei aller Liebe, du musst mir helfen. Okay, was kann ich tun? Hol diesen Querschläger von der Straße, bevor die Polizei mich wieder festnimmt. Im Gefängnis ist es nicht sehr schön für so einen bleistiftnackigen Schlaumeier wie mich. Such den Schwebewagen und setz ihn außer Betrieb, ehe die Zeit abgelaufen ist. Ich muss zugeben, der Geruch. Was heißt das denn, außer Betrieb setzen? Muss kaputt fahren. Der ist so das ist das Auto, okay. Den will ich haben. Der hält sogar so viel aus, Hilfe, mein Gott. Wo bist du, da vorne, okay. Das wird natürlich jetzt interessant. Doch, kann man so sagen. Bumm. Bewegt deine blumpe Kiste. Das okay, aber immerhin schon mal die Hälfte, ne? Nach einer halben Minute von 3 Minuten. Das leckt hier gerade immer so ein bisschen. Das finde ich nicht so schön gerade. Nein! Okay, ich krieg dich noch. Scheiße, verdammt! Komm, warte ich jetzt nicht fest, Junge. Bei Vishnu. Der ist so weit weg, Hilfe. Die Musik ist interessant. Aufräumarbeiten in Reihe 1. Verdammt. Ich hoffe, der fährt sich einfach selbst zu Schrott. Das wäre natürlich das Beste für mich. Ja, der Anfang war so gut, ne? Der Anfang war echt so gut. Das ist doch wirklich scheiße, weil das ist hier zu schnell. Hier passiert zu viel. Und da, hey, dann komme ich crazy nicht klar. Geht das da lang? Habe ich Verständnis für? Ah, okay, das wäre jetzt die Rampe gewesen, die mich zum Glück geführt hätte. Also zu der Karte quasi. Der war gut, aber der hat überhaupt gar nichts abgezogen. Was soll das denn? Hallo? Der ist voll frontal in den reingefahren. Ich hab gedacht, der wäre jetzt so quasi im Arsch. Das war ihm einfach mal scheißegal. Das, was wirklich am meisten bringt, ist, glaube ich, die Leute in die Bande reinzufahren. Was willst du mit deiner Ey, das ist so am Lecken gerade, ne? Das ist so ich eigentlich echt nicht gut spielbar. Da soll ich lieber ein paar weniger Verkehrsautos hier hinstellen und dafür dann mehr Rechenleistung freigeben. Ja, komm, komm, fahren die Bande. Scheiße. Natürlich direkt voll im Wagen, ist ja klar. Du Wichsfresse! Mein Gott! Boah, ja, noch ein paar Wagen bitte hier rein. Ey, ist das ein Arsch? Das wäre meine Chance gewesen. Aber so kann ich das, glaube ich, knicken. Mann, ey. Oh, wie kann man einem Menschen auf der Welt nur so auf den Sack gehen? Ein Wagen hat einfach nicht gereicht. Nein, es müssten schon 3 sein. Mein Wagen ist mindestens genauso im Arsch wie seiner. Okay, der ist leider die falsche Kurve gefahren und deswegen schaffe ich es auf keinen Fall. Hab hochgepokert, hat leider nichts gebracht. Ich muss erstmal meinen Wagen reparieren lassen. Hallo, Homer. Oh, ja, bitte. Ja, schnell von Kurven spart Zeit. Weißt du auch, du Vollidiot, ey. Wie blöd hältst du mich? Och, Mann, ey. Boah, das war gar nicht mal so schlecht. Echt nicht. Hoffentlich muss mein Wagen, da ist mein Wagen. Mehr als 4-mal ausgeraubt, während ich hier herumfahre. So, okay, das war schon mal auch wieder ziemlich gut. Ich könnte hier auch mal einen anderen Wagen versuchen. Ja, hier wäre der Traktor zum Beispiel vielleicht ein bisschen praktischer, weil der halt robuster ist einfach. Und vielleicht dann auch mehr abzieht. Der ist ja ganz woanders angefahren, als ich gedacht habe. Oh, es ist wieder so blöd am Lecken, ey. Nein, ich kann ihn immer nur leicht streifen. Streifenhörnchen. Au,
Oh, der war richtig gut. Der war richtig gut. Das ist nicht gut für meine Versicherung. Oh, jetzt rufe ich die Bullen auch noch. Ich glaube doch nicht. Der Porto ist auch sehr schön. Autsch. Wie bist du denn da jetzt mal bitte schon rausgebamst? Rausgebamst, ja, genau. Ich sollte vielleicht jetzt nicht allzu viele Verkehrsteilnehmer mitnehmen, weil ich habe eigentlich echt keinen Bock, Geld zu zahlen. Bin froh, dass ich jetzt gleich wieder auf 200 bin. Irgendwann mal vielleicht. Nein, der fährt da links lang, Dennis. Das weißt du doch. Ich muss warten, bis er wieder klarkommt. Komm schon, komm schon. Jetzt hier mir vorbei. Kurz so einen kleinen Schubser mitgegeben. Bei Vishnu. Ich bin eine Hunde. Ja! Haha! Fahr zum Java-Server. Finde ich gut. Ah, schön. Okay, jetzt nur noch das Ding nach Hause fahren quasi. Mein Wagen ist noch heile. Das ist schön. So, wir sind gleich da. Okay, gleich ist gut, aber bald. No, verpiss dich doch mal. Junge. Okay, so durch den Tunnel. Ach, wir haben noch massig Zeit. Ich glaube, 1:30 hätten wir dafür Zeit gehabt und sind gleich schon da. Das geht nur dich und mich was an. Ich versuche jetzt alles mitzunehmen, was geht, weil Geld und so, ne? Wisst ihr Bescheid. Wo bist du jetzt genau? Da vorne, okay. Wer hat das denn gesagt? Bin ich noch der sportliche Langstreckenläufer wie in meiner Jugend. Aus. Gut gemacht, mein Hindu-Freund. Mach dich nicht über meinen Glauben lustig. Entschuldigung, tut mir leid. Wenn du eine Mitfahrgelegenheit brauchst, schick mir eine Nachricht an mein Gehirn. Damit meine ich, ruf mich einfach an. Sehr schön. Gut, Apu. Sorg dafür, dass sie das mögen. Glückwunsch, du hast übrigens Schwebewagen freigeschaltet. Such eine Telefonzelle, wenn du ihn benutzen willst. Ja, das würde mich jetzt echt mal interessieren, wie gut der ist. Weil beim Rennen hat er mich ja ganz schön gefickt. So, gucken wir nochmal. Okay, das Polizeiauto ist auch ziemlich gut. Ja, es ist besser auf jeden Fall als, Robustheit. Ah, dafür muss ich ihn aber ganz schön oft rammen. Ah, es ist echt schnell. Nee, komm. Ja, dann nehme ich das Polizeiauto, ey. Pff, voll geil. Wenn du mich mitnimmst, zahle ich dir 1 Million Dollar im nächsten Leben. Es ist ja sowieso relativ oft so, dass, Polizeiautos in so Open-World-Spielen quasi relativ schnell sind meistens. Ich glaube, bei GTA 1 war das vielleicht... Ne, es war ja auf keinen Fall der schnellste Wagen. Aber er gehört auf jeden Fall zu den schön zu fahrenden Wagen. 300 Pferde voller Stärke. Ich suche den letzten Gag. Ist das letzte Rennen? Ne, das ist eins, was ich schon erfüllt habe. Das ist nicht gut für meine Versicherung. Baustelle kann ich bestimmt auch nichts mehr machen. Was die Burger? Das ist der Schulz, oder? Was willst du von mir? Da ist definitiv nichts. Hier wird auch nichts sein. Nope. Da oben war ich schon. Da hat der Aufzug wenigstens mal Sinn. Ist ja ganz schön laut hier, der. Nie zuvor habe ich eine solche Schande auf 4 Rädern erlebt. Warum finde ich den letzten Gag? Kann doch nicht wahr sein. Ich gehe jetzt nochmal hier rein. Ich glaube das nicht, dass es das war. Aber hier habe ich ja schon 3 Gags gefunden, ne? Wo waren die? Okay, einer an der Mülltonne. Kann ich hier vielleicht ein bisschen Pool spielen? Nein, oder Musikbox, bitte? Musikbox, komm. Nein, verdammt. Scheiße. Panda, ciao. Panda-Futter.
Ja, auch Anspielung aus der Folge, natürlich. Da hat der Mo nämlich, glaube ich, hinten einen Panda gelagert. Wahrscheinlich Schmuggelware oder sowas, keine Ahnung. Ich wüsste auch nicht, was ich mit dem Panzer. Mit dem Panzer, ja. Ja, ganz genau, mit dem Panzer. Mit dem Panda wollen würde. Oh, jetzt kackt wieder das Gas hier. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Komplett stehen bleiben. Ich muss mich beeilen. Oder ich muss kotzen. Okay, ja. Dankeschön. Ich habe gerade echt keine Ahnung, wo der letzte Gag ist, ey. Ich schell da unten noch ein paar Mal an, aber ich glaube nicht, dass das irgendwas damit zu tun hat. Hau ab, wir fetten gerade unsere Haare und unsere Haut ein. Schieb deinen Briefumschlag unter der Tür durch. Komm, einmal noch. Bleib draußen oder ich hab dir dein Auge aus. Das ist aber nicht nett. So, okay. Pff, ich bin gerade echt planlos. Wo das letzte sein könnte. Ich meine, der Trend ist jetzt erstmal nebensächlich, vor allem ist es da vorne. Weiß ziemlich genau. Du? In der Waschanlage vielleicht? Ist hier irgendwo ein Schalter oder sowas? Ich bin eine Hundsgemeinde. Nee, leider nicht. Kampfmaschine. Oben auf dem Dach von der Mafia war. Da war die Maschine ja nicht mehr da. Oh, die Maschine war da, aber keine Mäuse mehr zu melken. So zum Mäusebelken. Hallo, kleiner Kunde. Bist du gekommen, um mir in irgendeiner Weise zu helfen? In deinen Nachos sind Haare. Das Haar ist dein Protein. Okay, jetzt musst du ins Rennen gehen. Ich verstehe die Logik nicht, aber ist ja egal. Okay, jetzt muss man nur gegen die Zeit fahren. Fünf Runden! Fahr los! Sag mal. Fünf Runden! Ich mag das wenigstens, dass ihr hier keine Hupe hat, sondern dass ich dann hier wieder schön die Sirene machen kann. Okay, gut, wenn das eine Runde war, was habe ich jetzt gebraucht? 16 Sekunden? Ei. Wobei 16 mal 4, das ist ja knapp über eine Minute. Ah, okay, könnte doch knapp werden. Ich muss optimal fahren. 16 mal 3 sind 48. Oh nein. Eigentlich könnte hier jeder Fehler, wirklich so jede Zehntelsekunde, die ich verliere, weil ich glaube, das ist sehr genau abgepasst, könnte mir zum Verhängnis werden. Okay, aber das... Jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen Zeit gut gemacht. Es wird auf jeden Fall sehr knapp am Ende, das kann ich euch schon mal sagen. Von welchen ich jetzt hier gerade so schöne Schlangenlinien fahre. Ich nehme mal ein bisschen die Wand mit, anstatt dass ich bremse und eventuell Zeit verliere. Okay, 20 Sekunden, das sollte eigentlich passen. Ja, komm. Ich weiß nicht, ich glaube, ich finde bisher die Zeit drin, glaube ich, am angenehmsten. So, und geschafft. Okay, Apu, Sie haben sich für Ihren Führerschein qualifiziert. Aber was soll's, Sie arbeiten immer noch in Ihrem kleinen Supermarkt. Mach mich doch nicht fertig, Frau. Ich komme mir vor wie ein Brahmane. Suche ein Tierfutter, um den El Caro Loco zu bekommen. Was auch immer das ist, das würde mich jetzt aber auch mal interessieren, gerade. Dann zerstören wir nochmal hier kurz die Tankstelle mit einem Schusstritt. So. Das ist ein El Caro Loco. Okay, das brauchen wir noch. Das ist das Einzige, was uns jetzt, glaube ich, noch fehlt. Da. Kenne ich den irgendwoher? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Apple-Zeitwagen gefällt mir besser. Gut, eigentlich habe ich jetzt schon das erfüllt, was ich heute erfüllen wollte. Ich habe die Rennen geschafft. Ich habe fast alles gefunden, bis auf den einen verfickten Kack-Gag. Ich werde beim nächsten Mal auf jeden Fall danach suchen. Ich werde vorher auch nicht nachgucken. Aber ich glaube, ich fahre hier gerade mal ein bisschen rum, weil ich habe sonst einfach kein gutes Gewissen. Ich denke mal, ich gehe nochmal auf das Dach. Vielleicht kann ich ja mit der Maschine oder sonst noch irgendwas machen. Ich denke zwar, ich habe es ausprobiert, da was mitzumachen, aber ich bin auch nochmal sicher. Das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen offscreen machen werde, ist ein bisschen Cola an Sheffield ansammeln. Und dann werde ich eigentlich nur diese Geldrennen machen. Ich weiß auch nicht, wie schwer die sind. Vielleicht werde ich dann hauptsächlich Geld verlieren, kann natürlich auch sein. Aber ich versuche es zumindest.
So. Kann ich hier irgendwas machen, bitte? Irgendwas? Nein, die Ratten sind weg. Warum sind die Ratten weg? Finde ich nicht gut. Ne gut, dann muss ich am nächsten Mal einfach gucken. Ist halt leider so. Aber die größte Sucherei ist ja schon weg. Das ist doch schon mal viel wert. Gut, Freunde, ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Ich werde dann auf jeden Fall, denke ich mal, beim Gag nächstes Mal vor allem den Gleisbereich absuchen. Weil da habe ich halt, da bin ich halt mehr oder weniger durchgeheizt, kann man sagen. Aber okay, gut. Aber wir werden es schon finden. Da bin ich mir sicher. Gut, also, na, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Aufnahme. Wir waren heute relativ produktiv, was mich auch sehr freut auf jeden Fall. Und ja, ich sag dann einfach, bis zum nächsten Mal. Tschüss.